Soeben erreicht uns eine Eilmeldung. Der langjährige Flüchtige Bobby Briggs ist aus dem Polizeigewahrsam geflohen. Sein Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Seine Flucht wurde als erstes auf Telemundo verkündet, ob Sie es glauben oder nicht. Auf der Fluchto, Fluchto, Fluchto! Briggs entkam am Tag der offenen Tür des Gefängnisses, der vermutlich in Zukunft nicht mehr veranstaltet wird. Swanson, Sie kennen Ihre Aufgabe. Bringen Sie mir den Kerl, der im Dunkin' Donuts an allem seinen Hintern reibt. Was darf sein? Nicht illegal, nicht illegal. Steht nicht im Gesetz, nicht illegal. Also habe ich dir dieses Gesichtseis besorgt. Nee, witzig, oder? Guck mal, die blöde Nase. Ach ja? Ich finde Ihre Nase blöd. Joe, dein 25-jähriger Sohn und deine kleine Tochter teilen sich ein Zimmer, weil du einen gruseligen Beautiful-Mind-Raum brauchst? Ist das nicht seltsam? Und dann haben wir die Kugeln aus den Köpfen dieser irakischen Familie gepoolt, damit die Sache nicht auf uns zurückfällt. Ich habe heute einen Ballon gesehen. Vielen Dank nochmal, dass du auf Principessa aufpasst, während wir weg sind, Lois. Mach ich gern. Sie scheint ein nettes Kätzchen zu sein. Kätzchen? Lois, sie ist eine reinrassige Perserkatze. Sie stammt vom Geschlecht der Katzen ab, die Kleopatra hielt. Sag einfach, was ich tun muss, Glenn. Zuerst mal hat sie eine sehr aktive Verdauung, also nicht zu knauserig mit den Feuchttüchern. Von vorne nach hinten, so wie bei dir selbst. Sonst schmierst du nämlich Kot in ihre Genitalien. Und sie ist sehr launisch. Du darfst sie nur so anfassen. Ich werde dich jetzt anfassen. Ist das okay? Siehst du, wie ich es mache? Langsam. Langsam. Ach, die Geheimnisse, die tief in dir schlummern. Quagmire, komm schon, fahren wir. Hey Leute, passt mal auf, wie dumm Lois guckt, wenn ich das mache. Peter! Mach das sauber, du Idiot. Ich liebe dich. Ja, damals war auch nicht alles so rosig. Und so gelobe ich euch, Söhne der Freiheit, dass fortan kein freier Mann mehr unter dem Joch der Riesenraubvögel stehen möge. Kreischend, herabstürzend, berauben sie uns unseres Viehs. Was geht denn hier ab? Gar nichts. Wir schimpfen nur über die Briten. Brütet weiter die Eier aus. Hey, Quagmire, warst du schon mal in Atlantic City? Einmal, so vor 20 Jahren. Wieso? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Ich kenne keinen Bobby Briggs. Und selbst wenn, würde ich es Ihnen nicht erzählen. Sie lügen! So, lass mich mal. Ich weiß, wie man mit Stripperinnen redet. Ich brauche nur einen einzigen Tanz, dann weiß ich alles, was sie weiß. Tanzt du für mich? Klar doch. Ich brauche Informationen. Mein Vater hat mich sexuell missbraucht. Ich weiß, ich brauche andere Informationen. Ich will, dass du mir sagst, wo ich Bobby Briggs finde. Ich darf doch keine persönlichen Informationen über Kunden ausplaudern. Na schön, dann muss ich den Vagikania-Griff anwenden. Ocean Boulevard, gegenüber vom Park, Wohnung 2. Da wohnt er. Braves Mädchen. Und jetzt spuck dir selbst in den Mund. Das ist ein cooler Schuppen. Katzen sind viel besser als Hunde. Das ist stark verallgemeinert. Ist so. Gut, sag mir, inwiefern Katzen besser sind als Hunde. Okay. Sie landen zum Beispiel immer auf den Füßen. Pass auf! Hui, wie toll. Das können Hunde auch. Los, mach dasselbe nochmal mit mir. Au, oh mein Gott, oh mein Hals, au, oh. Um Gottes Willen, Brian. Nicht anfassen, ruf Hilfe. Au, ich brauche eine Halskrause, irgendwas zum Fixieren. Ah. Hey, was ist hier los? Gar nichts. Ich habe nur rausgefunden, warum Katzen besser sind als Babys. Das ist stark verallgemeinert. Na schön, Apartment Nummer 2. Ich werde das Schloss knacken. Was heißt das? Das heißt, benutzen wir die Augen, um zu sehen. Jungs, ich habe ihn gefunden! Er ist da entlang! Verdammt, das ist Lois. Wenn ich nicht rangehe, bringt sie mich um. Hi, Liebling. Ja, es ist alles bestens. Natürlich fehlst du mir. Wie kann der Supermarkt keine Petersilie haben? Ich bin genauso wütend wie du. Peter, ich falle runter! Oh Mist, da kommen wir nicht rüber. Spidey, kannst du uns mit einem Netz rüberschwingen? Nein, ich kann euch nicht rüberschwingen. Und ich heiße Spider-Man, nicht Spidey. Ich hab schon gehört, wie dich Leute Spidey nennen. Ja, enge Freunde. Wie heißt denn du? Peter. Hey, Petey, mach mal was für mich. Oh, das mag ich nicht. Ja, das magst du nicht. Du bist ein fetter Niemand und ich bin scheiß Spider-Man. Was glaubst du, wie ich mich fühle? Jetzt hab ich dich, Briggs.
Viel Spaß mit dem neuen Heim. Was soll der Scheiß? Mann, warum verhaften sie nicht echte Kriminelle? Wie diese springmesserschwingenden Weißen aus Film und Fernsehen, die nicht wie normale Menschen reden können. Ganz locker, Omi. Lass die Tasche rüberwachsen, dann wird alles Knorke, Klärchen. Hey, ihr müsst uns hier rauslassen. Der wahre Verbrecher entwischt uns. Ja, das miese Schwein macht einen Abgang, genau wie damals Südamerika. Da drüben sind echt ganz schön viele Schwarze. Hey, Mann, wo willst du hin? Ich komm wieder. Bin gleich wieder da. Flanagan. Augenblick mal, das ist einer der korrupten Cops, die Briggs Unterschlupf gewährt haben, als er auf der Flucht war. Das sind üble Zeitgenossen. Oh mein Gott, was werden sie mit uns machen? Wir bleiben nicht hier, um es herauszufinden. Joe, halte deine Handschellen über meinen Schoß. Was ist das denn? Schweizer Armee-Penis. Das ist ja unglaublich, Quagmire. Peter? Deine sind aus härterem Metall. Tja, da muss wohl der Schweißbrenner-Penis ran. Nicht hineinsehen. Meine Geschlechtskrankheiten machen die Flamme heller. Der Schlüssel steckt im Schloss. Fahren wir. Ich hab doch gesagt, überprüf seinen Penis. Das sagst du bei jedem Verbrecher.